Ha, ha. Okay, das ist übelst mies. The item cannot be obtained in game as it was forgotten to be added in the game by the developers. Die Entwickler haben vergessen, dieses Item hinzuzufügen. Also ist die Fernkampfrüstung für den Abend. Gut. Das heißt, jetzt besuchen wir erstmal den Knochentempel wieder und holen uns das Zeug aus der letzten Truhe. Schattenkrieger ist wieder mit uns. Oh, und da sieht man, wie Flink McWinter, Kaufmann Sansabar, was auch immer der macht, wie Flink versucht, an die Truhe zu kommen. Und dafür wird er jetzt gerade von den Entwicklern getötet. So, Schädelmünze einwerfen. Schädelmünze einwerfen und Schädelmünze einwerfen. So. Das heißt, die Pantheon-Rüstung werden wir jetzt anziehen. Weil nur wir die tragen können und die beste Rüstung ist wahrscheinlich in-game. Also holen wir mal alles zusammen, auch wenn der Helm wahrscheinlich wieder lächerlich aussehen wird. Ja, schon ein bisschen. Und jetzt noch die Hosen. Sind zwar unsere Resistenzen runter im Vergleich zu dem, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, wir hätten 10 mehr Stärke. Gutes Stück mehr Ausdauer, weil ich glaube, wir hatten da nur 72. Ja. Geschicklichkeit. Ja, also das hätte es nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube, mit dem Plattenpanzer können wir auch noch was anfangen. So, jetzt tauschen wir mal unsere Runen aus. Schützin austauschen. Du bist ein Magier, also ersetzt du den Hexer. Krieger und Priester. So. Und jetzt müssen wir uns einmal durchklicken und fangen von ganz vorne an. Okay, du kriegst zwei von denen. Weil du hast. Ach nee, du bist eine Kriegerin. Du hast natürlich Schilde. Okay, dann kriegst du natürlich ein Schild lieber. Haben wir noch irgendeine andere schwere Waffe? Nö, da ist die, glaube ich, die stärkste, die wir gerade haben. Da du Schild hast, geben wir dir Schild der Rechtschaffenheit. So, rüstungsmäßig kriegen wir hoffentlich das Nidhalf-Set zusammen, aber ich glaube, ich habe die drei Teile gesehen. Aonirs Macht. Warte, ich bin doof. Ah, du kriegst auf jeden Fall so eine Gottesträne. Lebenspunkte und Mana könnte ich dir. Nee. Roter Stern. Geschicklichkeit. Nee, da kriegst du noch so einen roten Stern. Jetzt muss ich dann doch nochmal.
Kurz raustappen. Nithalfs Blessing. Helmet of the World Forger. Beim Kolosseum von einem Merchant kaufen. Okay. Das sollten wir hinkriegen. So, Schütze. Auch wenn wir nicht das komplette Set zusammenkriegen, kriegst du die beiden Rüstungsteile, die wir haben. Das ist jetzt gerade die gute Frage. Du kannst den nämlich nicht tragen. Nee, da ist die Kombination dann doch mächtiger als Zerbus Schutz, ganz ehrlich. Ja, zurück zu dir. Hier, Elendshauch. Und hosenmäßig kannst du ja nur solche hier. Dann nimmst du aber lieber die mit mehr Rüstung, würde ich sagen. Anstatt Aoniers Macht. So, ringmäßig. Ein roter Stern und dann war ja da Ausdauergeschicklichkeitsring, genau. Wobei, du kriegst den Geschicklichkeitsring, dass du besser treffen kannst. Gut. Du kriegst auf jeden Fall Aoniers Ring. Und. Ah. Shannas Heilung. Ob ich dafür den Rest dann finde, muss ich gucken. Also hier in meinen Sachen. Also so eine Maske können wir auf jeden Fall ihm geben. Göttliche Runen. Tiaras Kraft. Nee, ich glaube, ich verzichte lieber auf den Runenbonus und gebe ihr lieber. Wobei, bei den Stats her ist das genauso gut. Okay. Shannas Heilung. Mal sehen. Rüstungsmäßig. Göttliche Runen, Tiaras Kraft. Kriegst auf jeden Fall ein Schild. Nämlich den Schild der Urelemente kriegst du. Den wir so teuer zusammengestickt haben. Und ja, rüstungsmäßig. Die da bringt dir überhaupt nichts. Dann würde dir am ehesten so eine Goldseidenrobe was bringen. Ja, machen wir es so. Und helmmäßig. Nee. Kriegst du auch so eine? Hast du irgendeinen. Nee, hast du nicht. Also gehen wir ganz nach vorne und gucken, was für ein Zepter wir dir geben können. Was ist mit dir?
Du hast auch Lebensmagie, okay. Du kriegst den hier. Kriegst auch irgendein Schild. Flüsterseitenrobe. Nors Rache. Gucken wir mal kurz, aus was besteht Nors Revenge? Noch aus einem Ring. Und den Ring müssten wir von Lord Bongo gekriegt haben. Ja, das ist nicht schlecht. Auch wenn er komisch aussieht, aber passt. Gezeitenring, ja. Geben wir ihm noch einen Gezeitenring. Und ihr habt Flink getötet. Schade um Flink. So, jetzt im Kolosseum noch den Helm kaufen. Willkommen im Kolosseum. Ja. Dankeschön. So. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, bauten wir uns hier zur Festung der Eisernen. Also ich werde nichts verkaufen, nicht. Ich nehme mir jetzt nicht die Mühe raus, hier noch was zu verkaufen. Weil das Geld brauchen wir eh nicht. Ich mache mir nicht mal die Mühe, den Schatzbrief noch auszugeben. Wir haben jetzt eine sehr kampfstarke Gruppe eigentlich aus 40ern und 43er Leuten. Mit denen sollten wir das eigentlich hinkriegen. Deswegen speichere ich jetzt hier mal. So. Und dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Also, bis gleich zum großen Finale.